Ein Weg, den ich gerne wähle, ist, dass ich den Leuten anbiete, also erstmal an Arbeit natürlich mit Klienten, aber vor allen Dingen auch mit sich selber, mit Modellen, die ich ihnen anbiete. Und das sind Schematisierungen, diese Modelle, wo ich gleichzeitig wieder das sage, also so können wir versuchen, die wahnwitzige Komplexität des Erlebens zu erfassen. Aber es sind Beschreibungsmodelle und keine Wahrheiten. Da gibt es immer noch darüber hinausgehend oder daneben was anderes, was man jetzt vielleicht nicht erfassen kann. Aber mit diesen Modellen dann die Leute einzuladen, ihre eigenen Erlebniskonstruktionen zu rekonstruieren. Was ist da mit was vernetzt, sodass das Erleben so und so halt wird, um dann sofort anzufangen zu spielen. Und wenn ich jetzt das vielleicht ändern würde, nur die Benennung von irgendwas bei mir, zum Beispiel sogenannte, die Diagnose von mir selber oder die Benennung, nur den Blick ändern würde, nur eine andere Gestik dazu machen würde, eine andere Erklärung oder sonst was, was würde es für ein anderes Erleben erzeugen und welches wäre, da fokussiere ich halt auf den Begriff der sogenannten somatischen Marker. Welches wäre dabei das Stimmigste? Über diese Form versuche ich halt intuitive Rückmeldekompetenz mit diesen kognitiven Schematisierungen zu verbinden und das aber erfahrungsnah zu machen. Und das kann man dann auf alle möglichen Themen so übertragen. Aber das für mich ganz wichtig ist, das immer am eigenen Erleben auszuprobieren. Weil ohne dass es ins eigene Erleben geht, habe ich das Gefühl, da bleibt es noch zu sehr Subjekt-Objekt getrennt. Und tendiert dann eher wieder dazu oder führt zu der Tendenz bei jemandem, den anderen als so da drüben, hat mit mir nicht so viel zu tun, zu erleben. Wenn ich es an mir selber immer wieder mache und dann auf die anderen übertrage, ist die Wahrscheinlichkeit für mich größer, dass man sowohl diesen kognitiven strukturierenden Blick hat, wohl wissend, das erfasst nicht die Wahrheit, sondern ist halt nur ein Beschreibungsmodell und man kriegt gleichzeitig so eine intuitive, Zugangsweise. Das ist so ein Weg. Ja, also das machen wir auch. Und dieser ganze Bereich der narrativen Verfahren, die wir bei uns in den Curricula haben. Und das Wichtige ist, ein Gefühl für Sinnhaftigkeit, das ist nicht einfach irgendwas fabuliert, es muss immer mit einer konkreten Situation, mit einem konkreten anderen Menschen, mit einem konkreten Beispiel zu tun haben. Das kann man nicht vom Vollzug abgelöst, kann man keine Orientierung finden, weil da arbeiten die somatischen Marker ja auch gar nicht im irgendwie beliebigen theoretischen Raum. Das geht damit los, dass wir als erstes sozusagen intuitives Feedback einander geben, wenn die Leute sich überhaupt noch gar nicht kennen und nachher studieren, was hat Resonanz ausgelöst oder nicht. Und dass man merkt, aha, das sind zwei Wirklichkeiten, scheinbar völlig spekulativ, an den Haaren herbeigezogen und trotzdem sind die Leute verblüfft oft, dass sie, was sie gar nicht wussten, dass sie Dinge irgendwie zusammengefasst haben, die für den anderen selber leben. Oder sie haben dabei auch Schemata abgefahren, die der andere als völlig fremd erlebt. Und dann kommt dieser Dialog, den du auch gerade beschrieben hast, zustande. Oder wir die Art, es gibt ja ein Traumbuch von uns, systemische Traumarbeit, wo es jetzt nicht darum geht, dass einer Spezialist für Traumanalyse wird, sondern dass in einer Gruppe, wenn jemand in Resonanz zu irgendetwas, wir wissen nicht genau zu was, nachts einen Traum hat und den morgens erzählt, dass die anderen beobachten, was für Wirklichkeiten das in ihnen weckt. Das ist eine wilde Mischung von Intuitionen, von Schemata, von eigener Betroffenheit, von Hindurchspüren durch die Erzählung des anderen etwas, was der selbst gar nicht bewusst merkt und dass ich ihm dann irgendwie spiegle, indem ich. Und wir machen das dann ganz, nicht, das heißt ja nicht Traumanalyse, sondern schöpferischer Dialog anhand von Träumen, also sozusagen didaktisches Spekulieren. Und da lernt man dann im Laufe der Zeit schon, was ist nur meins, was offenbar nicht gut ankoppelt, Lieblingsdiagnosen und sowas. Aber was verstehe ich nicht, warum ich das nicht so recht, warum mir das einfällt, aber der andere kann es einordnen und jetzt verstehe ich, wo es hingehört. Also das ist an vielen Beispielen sich entwickelnder individuelle Qualifikation des Dialogs zwischen den intuitiven und den bewussten Sphären. Und es ist eine kollektive, es ist eine Kommunikationskulturbildung.
Und wenn man sich eben in so einer Kommunikationskultur 2 Jahre oder so in der Coaching-Ausbildung bewegt hat, hat man an ganz vielen Beispielen schon sehr viel begriffen über dieses Zusammenspiel. Aber es bleibt dann wieder bei jedem in seiner eigenen Weise. Das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache, dass es halt nicht standardisierbar ist. Also es ist interessant, wo du sagst, mit dem intuitiven Feedback. Das mache ich ja auch. Ich mache es dann oft so auch noch mit dem Fokus, wo ich einlade, mal nur Kompetenz oder wertvolle Qualitäten, die erlebt werden. Aber intuitiv, die Leute kennen sich überhaupt nicht. Das ist schon eine sehr schöne Erfahrung dann für die Leute, staunend ihre intuitive Kompetenz wieder zu merken, weil die zum Teil sowas von treffsicher sind, ja, aber das gar nicht wissen konnte auf der kognitiven Ebene. Da kriegt man schon gleich eine Hochachtung für die eigene intuitive Kompetenz. Und der Teil, den würde ich auch noch gerne unterstreichen auch so, das ist für mich auch sehr wertvoll, dass es interaktionell geschieht, damit auch die Wirklichkeitserzeugung auf der interaktionellen Ebene und wie dann schon die Leute wieder Rückmeldungen geben, wie das das eigene Erleben beeinflusst und zurückwirkt, da immer wieder so Metakommunikation, das immer wieder bei den gleichen Sachen wie vorhin mal, Selbstreflexion, Metaposition, das auch zu institutionalisieren in die Gruppen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Dabei dann wird immer deutlich, es gibt nicht eine Wirklichkeit, es gibt viele Perspektiven und dann sind wir in einer ganz anderen Kultur. Eine Ergänzung noch dazu. Und wir achten bei der Gruppenkulturbildung darauf, dass sich nicht immer die eine Sympathie miteinander haben, allein unterhalten, weil die kochen dann gerne im eigenen Saft, sondern dass jeder mit jedem, unterschiedlich in Alter, in Vorbildung, in Institutionen, in der tätig ist, in Persönlichkeitsstil, lernt auf diese Weise zu interagieren, um das so ein bisschen aus der Sphäre der persönlichen Bedürfnisbefriedigung und Klickenbildung herausnehmen, weil Intuition neigt natürlich dazu zu gucken, wer kann sozusagen mein Teil vom Stamm sein, wo es mir relativ gut geht. Intuition ist ja erstmal drauf geeicht, sicherzustellen, dass es mir gut geht, und es bedarf einer Sozialisation zu lernen, dass Intuition kontextbezogen ist und auch in den Dienst von jemandem anderen gestellt werden kann für eine Zeit, und dabei soll es einem auch nicht schlecht gehen, aber es geht jetzt nicht darum, möglichst einen eigenen Vorteil zu ziehen, und das ist ein Stück Kulturbildung, die notwendig ist, um Intuition auch zu schulen. Das ist ja auch gar nicht wünschenswert, in jungen Jahren schon immer das zu wissen, was man später weiß. Es muss einem ja noch was bleiben, dass man eine Kompensation dafür hat, dass man langsam altert und Wehwehchen und Einschränkungen auch zu erleiden hat, dass dann auch einfach neue Horizonte entstehen. Und das ist, ich glaube, das muss man auch gar nicht. Ich möchte eher umgekehrt ermutigen, dass jeder in der Phase, in der er ist, sich auf die Horizonte auch bezieht, eben möglichst mit viel Training das mit einer Achtsamkeit und einer Fähigkeit zum Relativieren zu tun. Ich will jetzt auch gar nicht in inhaltliche Lehre gehen, da gibt es ja x Bücher und Videos und Audios und von dir ja wie von mir. Mir fällt eine Sache ein, also ein paar Sachen haben wir ja schon erwähnt, Dilemmata, Identitätsüberzeugung, Theatermetapher. Und da ist mir einfach wichtig auch die Bedeutung der richtigen Konzeptebene und Konzeptpolicy. Das ist sozusagen eine andere Art von Inhalt. Also zum Beispiel 3-Welten-Modell der Persönlichkeit oder Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation oder Dialogmodell der Kommunikation. Das sind alles konzeptuelle Schemata, die diese Aufmerksamkeit, diese Art von Herangehensweise, die wir die ganze Zeit jetzt propagieren, auch von den Denkschemata her organisieren. Und da ist es mir ich finde eigentlich schade, dass wir haben ja noch viele, viele Jahre Fortbildung gemacht, du wie ich, wir haben ja jeder mehrere Ausbildungen gemacht, wir haben 2 Jahrzehnte Wochen pro Jahr Weiterbildung gemacht, das sind Standards, die man heute ja gar nicht mehr hat. Und wir haben da auch uns auch, wenn man so will, eine gewisse Ineffizienz
geleistet. Und da sind wir, du wie ich, in unseren Curricula verdichten wir ja sehr viel besser heute. Und die jungen Leute kriegen von daher doch vieles schon sehr viel besser aufbereitet, als wir es damals gekriegt haben. Wir mussten es uns zusammensuchen, das war auch toll. Aber das könnte man heute von keinem mehr erwarten, weil diese Berufslaufbahn, das alles so kompliziert ist. Und da ist es mir ein Anliegen, dass ein bisschen auch geistige Disziplin in der Konzeptlandschaft auftaucht. Und da finde ich einfach gut. Also die Modelle, die wir entwickelt haben, mit denen man zwar psychologisch bedeutsame Aspekte des Menschseins erfasst, die aber nicht originär psychologisch sind, die nicht automatisch Biografie implizieren, die nicht automatisch auf Emotionen gehen, die nicht automatisch auf traumatisch empfundene Belastungen gehen, sondern die wirklich für die nicht klassisch psychotherapeutischen Berufsfelder eine relativ schnelle Möglichkeit gibt, die eigene Intuition zu nutzen. Zum Beispiel die Theatermetapher. Wenn du anguckst, wenn der erzählt, in welchen Rollen der unterwegs ist, hast du das Gefühl, die Stimmen für ihn, stimmen die Bühnen für ihn. Da kann ein völlig ungebildeter in kürzester Zeit kriegt der Schemata angeboten, mit denen er eigentlich sein Erfahrungswissen und seine intuitiven Fähigkeiten einbringen kann. Und es sind solche Konzepte, die für den Einzelnen, für Teams und für ganze Organisationen in der gleichen Logik durchgehalten werden können. Und nicht mal für den Einzelnen nimmt man psychoanalytische Konzepte und für die Organisation soziologische Konzepte und für dazwischen, ich weiß nicht, Grubimago oder irgendetwas. Daraus entsteht dann ein relativ, zwar kreativer, aber doch recht ungeordneter Fundus an Konzepten, der sehr viele Lücken lässt, die aber gedanklich nicht mal klar sind. Also und das hat die TA in ihrem Rahmen mir damals geboten, deswegen war das für mich so interessant, du hast es von NLP beschrieben. Und diese von Verband- und Konzeptseite her, das wirklich auch in dieser vielschichtigen Weise, wie wir das hier propagieren, auch didaktisch und konzeptuell weiterzuentwickeln und das auch programmatisch zu beschreiben, das vernachlässigen sehr viele Schulen und Verbände. Die sind zwar in der Praxis oft sehr gut und sehr vielfältig, aber in den Schemata, auf die sie sich zurückziehen, wenn sie ihre Identität beschreiben, oft völlig veraltet und sehr schematisch. Also ja, das geht mir ein bisschen ähnlich wie der Wernschüsser. Ich weiß gar nicht, ob es so gut wäre. Hätte ich das alles gewusst, was ich jetzt so allmählich gelernt habe, dann hätte ich vielleicht auch gar nicht so neugierig darum gelernt. Also was mir halt auffällt. Eine gewisse Naivität und Dreifigkeit. Ja, genau, sonst wird man sich gar nicht darauf einlassen auf Dinge. Und auch ein gewisses Staunen und eine Begeisterungsfähigkeit, um zu denken, womöglich, oh ja, das war es jetzt aber wirklich der Durchbruch, um dann nach ein paar Wochen wieder zu merken, naja, ist auch nur was mit Wasser gekocht und so weiter. Was mir auffällt vielfach ist, wenn jemand relativ neu im Berufsfeld ist oder überhaupt in diesen Bereichen sich bewegt, dass die Leute sehr stark normativ geprägt sind. Also, dass sie an richtig falsch glaube, dass sie an Konzepte glaube, dass sie glaube daran, so muss man es machen oder so. Das ist quasi normal, das ist nicht normal oder das ist gut, das ist schlecht, das ist erfolgreich, das ist funktional oder nicht oder sowas in der Form. Das macht sie aber starrer und gerade für diesen Beruf, finde ich, ist das ein großes Hindernis. Wenn man jetzt die Metapher nimmt von Milton, so mit den Bäumen in eine Richtung und dann der eine so, das kann man ja pathologisieren, defizitorientiert beschreiben oder auch als sogar fürs Gesamtsystem ausgesprochen bereichernd, dass Unterschiedlichkeit halt erst die Chance für vielfältige kreative Prozesse bringt und sowas. Und das, gerade wenn Leute im Coaching-Bereich kommen, das erlebe ich dann noch mehr als im Therapiebereich so, da stehen die oft unter so einem normativen Druck, den sie aufgenommen haben von außen. Und da wäre es wünschenswert, finde ich, wenn sie relativ schnell, ich versuche das dann halt auf meine Art, lernen können, dass es halt da auch um Einzigartigkeit geht, die dann wieder halt in einen sozialen Konsens irgendwie angekoppelt werden muss. Also auch da was Dialektisches, Stichwort bezogene Individuation, könnte man das da so nennen. Und wie man das machen kann, wie man quasi staunend seine eigenen inneren Entwürfe und Prozesse nicht gleich mit gut, schlecht, sondern mit mal so, mal so, mal so und wofür, wofür, wofür sozusagen
also mit einer Grundannahme eines Vertrauensvorschusses auch so sich selber gegenüber und anderen gegenüber lernt. Wenn man das sehr schnell drauf hat, das, glaube ich, ist ausgesprochen günstig. Und selbst mich hat es immer sehr angesprochen, aber ich habe bei mir immer wieder gemerkt, dass einem die alten normativen Dinger immer wieder einhole und dann auch sehr einengen, selbst- und fremdentwertend wirken können und so weiter. In der Hinsicht, da würde ich mal gerne, abgesehen von den einzelnen Inhalten, sagen, das fände ich toll, wenn das Leute sehr schnell vermittelt kriege. Ich versuche es halt, indem ich habe dann so Realitätskonstruktionsmodelle entwickelt, wie wird eine Realität zusammengebaut sozusagen, unbewusst, wie kann man das beschreibbar machen, um dann so selbstbeforschend in die Konstruktion der eigenen Realität und die der anderen einzusteigen. Da versuche ich es darüber, so eine multikulturelle Neugier und Toleranz zu unterstützen, die aber gleichzeitig auch einen kognitiven, strukturierten Blick ermöglicht. Und das schnell zu lernen, halte ich für sehr, sehr nützlich. Und der Rest, das stimmt natürlich auch, wenn du das so sagst, hört man das nochmal so deutlich, was mir alles gemacht habe. So, ne? Und also jetzt mal angefangen von, jetzt in meinem Fall Psychodrama, Gestalt, Tiefenpsychologisches, provokative Therapie, Hypnotherapie, die ganze systemische Entwicklung und so weiter. Das kann ich heute wirklich nicht, das ist ja auch so unglaublich vielschichtig, von jemandem erwarten. Da finde ich es wieder gut, den Leuten relativ schnell vermittelbar zu machen, Wesentliches, jedenfalls was mir als Wesentliches aus den verschiedenen Teilbereichen sich darstellt, mit einer integrierenden Metakommunikation, Metakonzeption zu erläutern, ne, dass das verstehbar wird als ein typischer Aspekt des Gesamten, so wie wir bei diesem berühmten, bei der Metapher von, wenn da sieben Blinde Elefanten betaschte und der eine sagt das und der andere das und hält es für den Elefanten, so dass das wieder eine integrierende Metakommunikation gibt. Die hat in der Zeit, wo ich gelernt habe, typischerweise gefehlt. Da war das eher so, also TA oder das oder jenes oder New Identity Protest, Kessrel-Schreitherapie oder was der Teufel, war immer so, ach so und wow, und das ist das Eigentliche. Und nichts ist das Eigentliche. So, das sind alles Aspekte. Und dies schnell zu lernen, glaube ich, ist zentral hilfreich. Früher, als wir zweijährige Coaching-Ausbildung angeboten haben, das war eine Zeit lang ein relativ großes Paket für Leute, die einfach mal dieses, mal jenes gemacht haben, die dieses überall mal reinschnuppern und sich begeistern lassen, für Vielfalt gehalten haben. Auch Unternehmen, die den einen in die Ausbildung und den anderen in die geschickt haben, gedacht haben, nachher haben sie Vielfalt. Sie haben aber danach eine babylonische Verwirrung. Und wenn jemand, also ich finde es gut, wenn Menschen natürlich vielfältig interessiert sind, aber es wäre gut, wenn sie in einer Weiterbildungskultur, die konstant in der Form, aber vielschichtig und beweglich in der Betrachtung ist, dann doch 2, 3, 4 Jahre sich aufhalten würden. Unsere Curricula sind ja auf 2 Jahre angelegt in der Regel. Und wir machen zum Beispiel, die ganze Didaktik ist sehr darauf ausgelegt, dass sie selbst lernen, Regie zu führen über ihre Lernprozesse. Und wir haben ja dieses sehr große Netzwerk von sehr viel selbstständig weiterlernen, weiterarbeitenden Kollegengruppen. Und da irgendwo eingebunden zu sein und einfach lebenslang, auch über Dürrephasen hinweg oder zumindest viele Jahre lang, eine Konstanz und eine Konsistenz in der Kultur reinzubringen und auf dieser Basis dann ein bisschen Kolibri spielen, das finde ich gut. Wenn jemand am Anfang, weil er denkt, er muss jetzt gleich alles irgendwie haben, da sich alles irgendwie reinzieht und unverdaut damit umgeht, das ist so ein bisschen diese, wie heute auch studiert wird zum Teil, entweder überstrukturiert oder, also, ich weiß nicht, wie ich das in einen Rat umformen kann, aber sich dafür sorgen, dass es doch eine gute Kontinuität in einer vielschichtigen Kultur gibt, als Homebase, finde ich eigentlich sehr wertvoll. Also das möchte ich unterstützen. Ich glaube, gerade am Anfang könnte einem das so verwirren, weil die Zugänge unterschiedlich sind. Sich eines auszuwählen erstmal, wohlwissend, dass das nicht die Wahrheit abdeckt, aber immerhin, dass man mal eine Vertrautheit, eine Sicherheit kriegt und dann später dann wieder weiter den Blick weitet, das fände ich günstig.
Das würde ich jedem empfehlen. Erstmal, und dann, welche App das dann ist, dann, das würde ich eher dann daran ablesen, ob die wieder mir den Eindruck macht, sie hält sich für die Alleinseligmachende. Die würde ich garantiert nicht wählen, sondern eher eine andere, die eben diese Offenheit noch lässt, aber trotzdem für was Konturiertes steht, was orientierungsgebend ist. Und dann würde ich jedem empfehlen, das in kleinen Schritten anzufangen. Also gerade auch so, ich mache mal einen Baustein und praktiziere da ein bisschen was, um das zu vertiefen und dann das Nächste, so wie sich das allmählich dann integriert, so in kleinen Schritten. Und enorm viel Peergruppenarbeit kann ich nur empfehlen. Also das zu vernetzen mit viel, viel Peergruppensachen und so weiter in der Art und auch viel Super- und Intervision da dabei, das halte ich für ganz wesentlich. Das. Ich erlebe auch relativ viele jüngere Leute, auch unter dem enormen Druck, schon weiß Gott, wer sein zu sollen. Und das finde ich so ein Jammer. Weil das Leben besteht ja im Gehen jeder Stufe. Und wenn du meinst, du musst da schnell ans obere Ende hasten und dann stehst du oben und dann hast du Entwicklungsphasen unreif abgefespert, du kannst aber nicht zurück. Ja? Und da die Ermutigung, sei einfach da, wo du bist, Chef. Wertschätze das. Auch du musst keinem Klienten irgendwas vormachen, was du schon wärst, was du noch nicht bist oder Wissen, das du noch nicht hast. Aus Angst, du wirst da nicht als kompetent gelten. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn du klar machst, dass du ein Lernender bist und dass du ein Gefühl dafür hast, was du schon kannst oder nicht kannst oder mal fragst oder das sagen lässt und dass das nicht an deinem Selbstwert und an deinem Ehrgeiz zehrt, sondern dass das normal ist und dass es in Ordnung ist, auch so unterwegs lebenslang sein zu dürfen, das schafft ja gerade Vertrauen. Wir alle haben doch am meisten Ärger mit irgendwelchen Leuten, die uns aufgebläht, irgendwas verpasst haben, hinterher stellt sich raus, das war es halt doch nicht. Und dann verliert man eigentlich Kompetenz. Das würde ich ja noch gerne kurz ergänzen. Ich glaube, dass es sogar ein optimales, hilfreiches Modell ist, wenn man auch zeigt, ja, ich bin da selber am Lernen. Das ist ja genau die Situation der Klienten auch. Und wenn die dann immer schon diese wunderbaren Leute sehen, die da vermeintlich alles schon gelöst haben, da fühlt man sich eher nichtig. Also von daher, wenn man dazu stehen kann, also das ist ein Punkt, eher die Leute zu ermutigen, dass sie begrenzt sein dürfen. Und daraus entsteht die Kraft eines lebenden Systems. Die entsteht erst aus der Grenzbildung, nicht aus der Unendlichkeit. Da diffundiert sie ins All. Wenn ich alles kann, dann bin ich der Kosmos. Ja, das mag ja sein, aber kein Mensch mehr. Und diese Konturiertheit und diese Würdigung der eigenen Begrenztheit, das ist gerade die Kraft, aus der das entsteht. Das gerade bei Leuten, die neu anfangen, habe ich das Gefühl, ist die größte Angst aber da davor. Und da sie zu ermutigen, das halte ich für enorm wichtig. Ich glaube, dass wir erst unterwegs sind, den gesellschaftlichen Anforderungen, für die wir Dienstleistungen bringen können, wirklich zu entsprechen. Und dass wir da einfach sehr viel weiterentwickeln. Also, dass wir kontextbezogen wirklich Know-how entwickeln, auch Feldkenntnisse. Dass jemand einfach weiß, wovon er redet und nicht meint, weil er ein paar prozessmoderatorische Dinge drauf hat, kann er jetzt überall beitragen, in dem Augenblick, wo es auch um Inhalte geht und um Kontext und eine Urteilsfähigkeit, ob man mit den richtigen Inhalten auch unterwegs und auf die richtigen Kontexte hat. Und so kann man erst feststellen, ob grundsätzliche Werte auch gesellschaftlich tauglich werden und nicht irgendwas draus entsteht. Da wird sehr viel Differenzierung erfolgen, das wird auch die Verbände differenzieren. Gut finde ich schon die Entwicklung, die es längst gibt, dass ich nenne sie die alten Verbände, die einfach aus irgendeinem Weltverständnis heraus ihren Verband organisieren. Also Tiefenpsychologie, wir gucken immer nach versteckten Motiven und. Die wären, glaube ich, und dann sagt man, und wo kann man das brauchen, was wir wissen? So war die Verbandorganisation noch vor 20 Jahren. Heute entstehen immer mehr Verbände, die sagen, wir nehmen uns bestimmte gesellschaftliche Anliegen an und gucken, was man dazu braucht, um dafür gute Antworten zu finden und welche Art von Dienstleistungen wir dafür konfigurieren wollen und wie wir echte Partner für die Betroffenen und Verantwortlichen sein wollen, dass das auch in der Verbandsmentalität, in der Programmatik
und auch in den orientierenden Botschaften, die ein Verband in die Gesellschaft reingibt, wirklich eine Rolle spielt. Und dass dann so Streite, ob jetzt was Coaching oder Supervision heißt, ob es auf den Einzelnen oder ums System geht und diese polarisierenden, selbstgefälligen Diskussionen, die sind einfach anachronistisch. Also auf Gesellschaftstauglichkeit, Inhalts, neben allen Konzepten Inhalts- und Kontextorientierung, dialogische Umgang mit Zwischenverantwortlichen. Und das muss ein Verband auch in seinen Strukturen abbilden. Und das heißt zum Beispiel, was wir am DBVC ja ganz gut hingekriegt haben, dass wir keine Vorgaben machen, wie jemand zu sein hat, damit es so gut ist, sondern dass wir Kulturprinzipien haben und durch Dialog qualitativ feststellen, ob der andere in seiner Version für das Feld, für das wir antreten, eine akzeptable und verantwortliche Entwicklung nimmt. Hinreichend, dass man sagen kann, der ist Senior Coach im DBVC. Aber da, also jede Kontrolldynamik und jede Dogmatisierung führt nach einer Weile dann wieder zur Leblosigkeit der Verbände. Ich finde einen ganz wichtigen Aspekt auch den, dass die, aber das geht ein bisschen in die Richtung, was du auch gesagt hast, quasi die gesellschaftliche Verantwortlichkeit, die gesellschaftliche Verantwortung, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auch im Coaching-Prozess mehr Eingang findet. Ist es schon dabei, Gott sei Dank, aber das ist noch sehr, sehr ausbaubar. Das Ritual-Coaching, ich nenne es jetzt mal so, das hat ja schon eine gewisse Gefahr, etwas zu individualisieren. Man macht halt so Face-to-Face, zum Beispiel jetzt ein Einzelgespräch. Es hat weiterhin die Gefahr, und so wird es noch vielfach heute, glaube ich, verstanden und praktiziert. Wir sind ja dann Auftragnehmer als Coaches von Leuten, aber auch von Organisationen, die haben bestimmte Interessen, auch Anpassungsinteressen. Interessen, dass die Dinge, für die sie jetzt gerade stehen, bis hin zu Shareholder-Value-Prinzip und was weiß ich was immer, je nachdem, nur als Stichwort, dass die halt durch das Coaching nicht in Frage gestellt werden beispielsweise, sondern womöglich noch geradezu intensiv gestützt werden. Das kann ja auch mal sinnvoll sein, je nachdem, was es geht. Aber gleichzeitig ist es ja immer auch ein Prozess, wenn jemand in ein Coaching kommt, so verstehe ich es, einer möglichen Suche- und Weiterentwicklungschance, wo auch das quasi das, was in diesen vorgegebenen Dingen, mit denen die Leute aber noch identifiziert sind, wenn sie kommen, auch in ihren Auftragssachen, wo da drin intuitives Unstimmigkeiten oder sowas vielleicht schon gespürt wird, aber noch nicht bewusst ist, noch nicht gelebt werden kann, vielleicht auch nicht mal wahrgenommen werden kann, weil man jetzt bestimmten eingängigen Fokus jetzt gerade hat, so in der Form. Und dann beschäftigt man sich halt, da könnte Coaching einfach zum Optimierungsinstrument werden für das, was halt schon da ist und so fertig. Und da verstehe ich das als eine wichtige Aufgabe, dass wir gerade als Coaches auch dann Coaching auch als Kulturbildungsmaßnahme verstehe. Also etwas, was über den Einzelprozess hinaus in die Kontexte wirkt, in denen die Leute halt sich bewegen. Das muss ich aber entsprechend denken und Frage stellen können auch. Und die Fragestellung selber für mich relevant finde, die über diese Einzeleffektivität für den Moment hinausgeht, in die Einbindung ins größere System. Und da finde ich, das ist auch was ich für Weiterbildungen wichtig finde, wenn wir Coaching-Weiterbildungen anbieten, dass man diese gesellschaftspolitische Verantwortungskomponente und das auch Frage, in welcher Welt will ich leben, zu welcher Welt will ich, das ist auch eine Art politische Frage, zu welcher Welt will ich beitragen, dass das zumindest mal als Frage mit reinkommt und da Coaching über den Einzelfall hinaus, die Einzelaufträge hinaus, ein weiteres erweitertes Selbstverständnis kriegt. Das finde ich ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe. Für die sollten wir auch was tun und tun wir auch was dafür. Und da sehe ich auch die Zukunft. Sonst kann es auch zum bloßen quasi technizistischen Anpassungsinstrument werden. Re-engineering sozusagen. Und das fände ich sehr schade. Wäre aus meiner Sicht auch auf Dauer nicht der Tod vielleicht des Coachings, aber doch eine massive Entkräftung. Naja, ich verstehe jedes Coaching, aber auch genauso jede Psychotherapie, als auch ein Ereignis für Chancen der Ermutigung zur liebevollen, achtungsvollen Loyalität zu der eigenen Einzigartigkeit, so, die dann aber natürlich wieder eingebildet werden muss,
ist wieder das Stichwort bezogene Individuation, in die Kontexte, dass das Kontext angemessen auch mit einer sozialen Verantwortlichkeit und so verbunden wird. Und wenn es in diese Richtung gestaltet wird, dann glaube ich, ist es ein hilfreicher Beitrag auch, weil es dann zu einer multikulturellen, achtungsvollen Begegnungskultur so beiträgt, die dann trotzdem Kooperation erlaubt bei bleibender Unterschiedlichkeit. Und dieses Multikulturelle, ne, dieses gerade das Gegenteil von Dogmatismus und so weiter, das wäre für mich dafür mache ich es eigentlich, das ist das Interessanteste für mich daran. Also mir ist einfach wichtig, dass wir die Fähigkeit zu humanem Leben und humanem Wirtschaften stärken. Und humanes Leben geht eben nicht nur im privatistischen, sondern deswegen Drei-Welten-Modell. Und deswegen geht es auch nicht nur darum, herauszufinden, was habe ich für Bedürfnisse und wie kann ich die irgendwie befriedigen, sondern wie kann ich Welt gestalten, um darin auch eine würdige, Begriff, der ja auch sehr wichtig ist, um am Schluss zu sagen, und ich habe auch was beigetragen, dass die Welt so ist, wie ich sie haben möchte, und nicht immer nur geguckt, wo ich das kriegen kann, was meinen Bedürfnissen entsprach. Und das hat einfach sehr viel mit Kompetenz und mit diesen ganzen Aspekten zu tun, die wir jetzt besprochen haben. Und Wirtschaften, vielleicht auch um da noch was dazu sagen, ist ja, definiere ich ja, so habe ich das in meiner ersten Wirtschaftsvorlesung gelernt, das ist die intelligente Kombination von Produktionsfaktoren zur Erzeugung eines Mehrwerts. Also nicht die Nutzung von Markt- und Machtpositionen, um möglichst viel Geld zu erwerben oder Hierarchiestellung oder diese ganze Ausbeutungsdynamik, das ist der Tod unseres Wirtschaftssystems, sondern wirklich Werte werden ja nur dadurch geschaffen, dass Dinge so neu kombiniert werden, dass dadurch etwas entsteht, was vorher nicht da war. Und das ist es dann, das, was man hoffentlich gerecht dann auch danach verteilt. Und der Mehrwert muss etwas mit unserem Verständnis von menschlicher Wohlfahrt zu tun haben, von lebenswertem Leben. Und natürlich der Weg dorthin auch. Leben ist auch Arbeitsleben. Und es muss schon vom Vorgang her möglichst viel von dem integrieren, was auch das Ziel ist für einen selbst und für die Gesellschaft. Also, und das hat sehr viel mit Aufklärung natürlich zu tun, in diesem Sinne von Metaposition relativieren können. All das, was wir jetzt besprochen haben. Und auch finde ich halt mit diesem Aspekt, das individuelle Wohlergehen ist nicht denkbar ohne die Bezogenheit auf soziale Verantwortlichkeit, auf Mitmenschlichkeit und so weiter. Und dass das eben im Coaching einen Schwerpunkt kriegt. Der Aspekt der sozialen Verbundenheit und auch der Verantwortung, der Mitverantwortung und so weiter, das finde ich dabei zentral, aber das geht ja in die gleiche Richtung. Das könnt ihr immer und überall, also in der Art, wie sie lernen, in der Art, wie sie in ihrer Weiterbildungsgruppe sind, in der Art, wie sie Teil einer Familie und eines privaten Sozialsystems sind, indem sie sich ehrenamtlich engagieren, in der Art und Weise, wie sie, auch wenn sie natürlich erstmal an den kurzen Hebeln sitzen in den Großorganisationen, trotzdem wissen, dass sie von Anfang an in der Pflicht sind, das selbst mit humanen Maßstäben zu messen und soweit sie die Möglichkeit haben, das als Aspekt ihrer Kompetenzentwicklung einfließen zu lassen, da auch was zu tun. Das kann man überall und jeden Tag. Ich wüsste da jetzt nichts Spezielles zu nennen. Ich denke auch, das muss ich gar nicht nur im beruflichen Bereich. Also so generell, das versuche ich auch als Kulturmerkmal immer bei uns her, so mit den Leuten zusammen anzuregen und aufzubauen, dass das Verständnis von Konkurrenz mit einem, ganz wird man das nicht ausschließen können, so da ist ja dieser Ego-Aspekt bei jedem drin, aber mit einem ganz deutlichen Schwerpunkt auf Kooperation, auf neugierige Begegnungen, Lernbereitschaft und so weiter verknüpft, das in jedem Fall. So. Und dass man seinen eigenen Wert nicht dadurch in einem Nullsummenspiel ableitet aus Gewinner-Verlierer, sondern aus wertvolles Beitragende zu einem Sinfonieorchester, so versteht irgendwie sowas. Und das ist eine andere Sichtweise, die hat viele Implikationen, die kommen dann wie von allein.